Und was wir hier erkennen, ist natürlich eine unglaubliche Situation, wo wirklich die Krähen sich jetzt gegeneinander die Augen aushacken. Das ist das Interessante, denn es ist jetzt stattgefunden, dieses Gespräch im Rahmen einer Bildreportage. Und ich meine, man muss dann natürlich immer so mal genau mal so kontrollieren, wie gehen denn die einzelnen Medien mit bestimmten Situationen um. Und wenn dann beispielsweise aus einem solchen Massenmedium ein anderes Massenmedium als Lügenpresse bezeichnet wird, mehr oder weniger ist das ja, was da rausgekommen ist, durch die Aussagen von der Dame. Das hat die Bild gar nicht gemacht, sondern die war ja ganz geschockt darüber. Aber dann stellt man sich natürlich Fragen überhaupt, wie steht es eigentlich gerade so in diesem Massenmedienwald? Naja, sie sagt ganz eindeutig, dass das ZDF als Lügenpresse fungiert. Ganz eindeutig, sie lügen. Sie hat ein Beispiel genannt, beispielsweise aus der Zeit 2003. In der Zeit war damals der Irakkrieg und da ging es ja um die Unterstellung, dass der Irak angeblich Massenvernichtung hatte, Giftgaswaffen und so weiter. Und dann kam plötzlich das Gerücht auf, dass in New York ein Giftgasanschlag vom Irak geplant sein soll. Und daraufhin wurde diese Katrin dann nach New York geschickt, dort, wahrscheinlich war sie gerade da, und hat dann dort eine Sendung machen sollen über diesen Vorgang. Und sie sollte dann darstellen, dass die Menschen alle Angst hatten und schlotterten vor diesen Giftangriffen. Nun hat aber keiner irgendwie geschlottert, sondern das war ein ganz normaler Tag. Sie hat dann mehr oder weniger Aufnahmen fingiert, wo dann irgendwelche Tapes, also die Klebebänder, wie manche Leute dann ihre Fenster dann zugeklebt hatten, weil sie Angst hatten davor, angeblich, das wurde alles gestellt. Und dann ist sie in einem Laden gewesen, wo man Gasanzüge kaufen konnte. Also so Gasmaske war aber nichts los, total ruhig, weil sich hat keiner für interessiert. Jetzt sollte sie aber unbedingt noch suchen Menschen, die ganz deutlich machen, dass sie wahnsinnig Angst haben vor diesen Giftangriffen des Iraks. Und die hat sie nicht gefunden. Und dann wurden ihr dann irgendwann Kontakte zugespielt, wo man dann diese Dinge fingiert hat. Es ist eine Story, so wie sie Udo Ulfkotte beispielsweise beschrieben hat, als er im Irak zeitgleich von dem Krieg dort berichtete, wo er im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unterwegs war und Ähnliches berichtete. Das ist natürlich schon eine Dimension. 903 Das ist Millionen fast eine Milliarde. Außenstände, fast eine Milliarde im Jahr 2020. Und ich habe mal geguckt, wie viele Haushalte gibt es eigentlich in Deutschland? Denn jeder Haushalt ist ja verpflichtet zu dieser Zwangsgebühr. Und es gibt ungefähr 41 Millionen Haushalte in Deutschland. Nicht Bürger, sondern Haushalte. Und wenn ich jetzt diese 903 Millionen mit der Jahresgebühr im Zusammenhang setzt, und die Jahresgebühr liegt ungefähr bei 220 Euro, die man zahlen muss im Durchschnitt oder als Mindestgebühr, glaube ich, dann komme ich letztendlich auf eine Quote, dass, wenn alle jetzt nicht bezahlt hätten, komplett gesagt haben, ich zahle auf gar keinen Fall, dann hätten wir eine Ausfallquote von 10% aller beitragszahlenden Haushalte, die ihre Beiträge nicht zahlen oder im Rückstand sind, und das massiv. Steinmeier holt Haltungsjournalisten als Lautsprecher seiner Agenda. Und wer ist das? Wen hat er geholt? Zum einen eine Journalistin von der Süddeutschen Zeitung, Kerstin Gammelin, die wird jetzt Sprecherin von Steinmeier. Ihre Vorgängerin im Amt, Anna Engelke, muss aber auch keine Tränen vergießen, denn die geht nahtlos zurück zum NDR. Und die zweite journalistische Personalie heißt Marc Brost. Der war bisher Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit. Und Wallersch zitiert ihn hier. Er twitterte gerade mit präsidial belegter Stimme wörtlich: In eigener Sache. Bundespräsident Steinmeier hat mich gebeten, in der zweiten Amtszeit für ihn zu arbeiten. Ich werde Reden schreiben und mich um Strategie und politische Planung kümmern. Es ist eine Aufgabe, vor der ich großen Respekt habe. Und ich freue mich sehr. Zitat Ende. Ja.
Aber der gleiche Bundespräsident wirft natürlich den Russen vor, dass es dort Staatsmedien gibt, also staatliche Eingriffe in die Medienlandschaft. Das ist ehrlich gesagt auch nicht neu, denn das ist in allen sozialistischen Systemen und somit auch im Bundessozialismus natürlich üblich. Also Frau Merkel hat sich auch Steffen Seibert kommen lassen und Steffen Seibert hat schon zu der Zeit beim ZDF gearbeitet, wo die gute ausgeschiedene Dame gerade erzählt hatte, wie die Lügenmärchen zusammengebastelt werden und wie man Fake News produziert. Und aus diesem Sender, dieser Fake News Produktionen nach Aussage der ehemaligen Journalistin dort, hat man dann einen Steffen Seibert kommen lassen, der ebenfalls bei diesem Sender tätig war. Und dann werden natürlich auch irgendwann mal die Sachen ziemlich klar. Also eigentlich tritt das jetzt alles an die Oberfläche. Ich erinnere immer an diese Brühe, die geklärt wird. Von unten wird sie immer klarer und ganz oben schwimmt dann irgendwann der Abschaum oben und der muss dann von allein abgeschöpft werden. Und wir haben ja sehr viel Kontakt auch zu Menschen, die in den öffentlich-rechtlichen Medien, übrigens in hohen Positionen auch arbeiten und die ganze Zeit überlegen und immer wieder anfragen, könnt ihr mir irgendwie mal einen Tipp geben? Wie komme ich da raus? Die wissen es ja alle. Mit anderen Worten, je schneller, desto besser, denn desto leichter werden von der Seite eben auch Fehler gemacht und es werden schon einige gemacht und an diesen werden die irgendwann einfach ganz klar zerschellen. Richtig. Und man merkt es ja daran, welche Fehler sie gemacht haben und dass auch mittlerweile die Mainstreamer erkennen, was dort läuft. Ich denke nur daran, dass die WHO, die sich ja immer mehr aufschwingt zu einem Weltmachtorgan. Und das sind natürlich extreme Verwerfungen bis hin zu Bild, der ja zum Beispiel jetzt gesagt hat, dass Omikron mehr gegen die ganze Corona-Geschichte gemacht hat, als jede, die überhaupt je gemacht wurde. Das heißt, er hat damit alle, die sich geweigert haben, sich zu impfen, unbewusst oder ungewollt gelobt und im Prinzip wirklich nach oben gezogen, während diejenigen, die einfach blind in die Spritze gelaufen sind, mehr oder weniger diffamiert damit. Und das spricht ja alles Bände. Also wir sehen hier momentan, in welch bewegter Zeit wir hier sind. Und dann geht es darum, schlicht und ergreifend die normalen Dinge des Lebens zu regeln und sich vorzubereiten, dass man zum Beispiel auch ohne diese Spritze sich ernähren kann, weiter Vorsorge betrieben hat und so weiter. Denn das ist auch ganz wichtig, was uns hier die Insider immer wieder erzählen hier. Wir haben immer noch die Problematik, womit kurzfristig gerechnet wird. Das sind die Inflation im Lebensmittelbereich. Das heißt, da geht es um mindestens 10-20% noch bis April dieses Jahres. Wir erwarten diese hohe Inflation auch bei Energiepreisen, was dazu führen wird, dass der Lebensstandard natürlich massiv sinken wird. Ich glaube, dann erst werden die Leute wach. Und die Lebensmittelartikel werden wegen nicht mehr rentabler Herstellung massiv ausgedünnt werden. Das ist nicht das Entscheidende. Wichtig, dass überhaupt etwas da ist. Und wir erwarten eine extreme Pleitewelle bei den Produzenten. Also Vorsorge, Vorsorge, nochmal Vorsorge.